Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Art Lecture zum Thema Sozialarbeit, Qualitätsaspekte in der Fallarbeit. Mein Name ist Johannes Pfleger, ich bin Leiter des Ilse-Alt-Instituts für soziale Inklusionsforschung und das Institut bietet in Zusammenarbeit mit dem Department für Soziales diese Reihe Alt Lectures an, wo wir über konkrete Forschungsprojekte auch berichten, über neue Entwicklungen. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder die Zeit gefunden haben, hier bei uns vorbeizuschauen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich freue mich sehr, dass auch dieses Online-Format der Alt Lecture auf so großen Zuspruch stößt. Es haben sich insgesamt 85 Personen angemeldet. Die sind jetzt noch nicht alle da, aber es werden noch einige dazukommen. Qualitätsaspekt in der Fallarbeit, das heutige Thema. Das ist ein wesentlicher Aspekt auch in der sozialen Arbeit, sozusagen auf Frontline Social Work auch zu organisieren und dabei auch ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, wie denn auch diese Fallarbeit sozusagen besprochen wird, wie damit umgegangen wird. Und diese Fallarbeiten werden ja auch sehr häufig in Teamsitzungen besprochen. Das heißt, da stellen sich einige Fragen, die von großer Bedeutung sind. Was macht gute Teamarbeit in der sozialen Arbeit aus? Welche Rahmenbedingungen braucht sie in realer und in virtueller Durchführungsform? Das sind wichtige Fragen, sozusagen auch die virtuelle Durchführung hat natürlich in der Corona-Zeit an Bedeutung gewonnen, aber sie ist auch darüber hinausgehend von Bedeutung. Das ist auch der Grund, warum wir uns in einem Forschungsprojekt, das sich ISA nennt, Intervision und Supervision mit Augmented Reality, dieser Thematik schon vor Corona begonnen haben zu widmen. Als Referentinnen möchte ich jetzt daher vorstellen Kurt Fellöcker. Er ist Dozent bei uns am Department für Soziales und er ist auch gleichzeitig Leiter des Suchtberatungslehrganges. Das ist ein Weiterbildungslehrgang. Kurt Fellöcker ist ausgewiesener Experte bei uns für Fragen der Fallarbeit, aber auch zum Thema Suchtberatung. Aber heute ist er stärker hier als Experte für Fragen der Fallarbeit, weil er ist Leiter dieses Forschungsprojektes ISA, das er dann auch näher vorstellen wird. Weiters möchte ich vorstellen Patricia Renner. Sie ist bei uns Assistentin für Lehre und Forschung und Mitarbeiterin am Ilse-Alt-Institut und auch Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt, das also näher vorgestellt wird. Also sie ist diejenige, die hier auch konkrete Forschungsarbeit durchführt. Dann freut es mich sehr, bei uns Alexander Bernardis begrüßen zu dürfen. Alexander Bernardis ist Sozialarbeiter gewesen, aber immer noch der sozialen Arbeit sehr stark verbunden. Er war auch lange Zeit Lektor und ist es auch noch Lektor bei unserem Department, ein sehr erfahrener Mann. Und er war Gründungsmitglied der Organisationsberatungsorganisation Dwarfs and Giants. Das ist eine ganz spannende Organisation, die sich in der Beratung von unterschiedlichsten Organisationen sozusagen auch einen Namen gemacht hat. Und besonders spannend finde ich, dass Alexander Bernardis, ein Sozialarbeiter, auch in einem Feld tätig ist, das jetzt üblicherweise ja, wo man vielleicht Sozialarbeiter nicht so stark vermuten lässt. Aber durch seine breite Expertise in der Praxis, die er da gewonnen hat, hat er, denke ich, auch sozusagen kann er da vieles einbringen, auch in der Organisationsberatung. Und wir wollen ja auch diesen Brückenschlag sozusagen auch schaffen, sozusagen, was macht gute Teamarbeit aus, wie können diese auch gut besprochen werden. Und hier wird er sozusagen auch diesen Brückenschlag schaffen, sozusagen auch in einen anderen Bereich hinein, um so einen erweiterten Blick auf die Qualität in der Frage von Teamsitzungen zu gewinnen. Ich möchte jetzt also zunächst einmal Kurt Fellöcker und Patricia Renner bitten, das Projekt ISA kurz vorzustellen. Und dann wird Sascha Bernardis sozusagen auch seinen Teil näher vorstellen. Sie haben die Gelegenheit, wie immer auch im Chat, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich werde dann sozusagen diese Fragen in den Chat hereinbringen. Wir sind so eine große Zahl von Teilnehmerinnen, dass es nicht möglich ist, so quasi per Mikrofon teilzunehmen. Aber beim letzten Mal, bei der letzten Art Lecture, hat das eigentlich schon sehr gut funktioniert. Und ich möchte Sie auch bitten, nutzen Sie diese Gelegenheit. Wir werden versuchen, möglichst alle Fragen auch dann in die Diskussion hereinzuheben. Sie können aber auch jetzt schon diese Fragen also im Chat stellen. Kurt, dürfte ich dich bitten, sozusagen mit der Vorstellung des Projektes ISA zu beginnen. Ich freue mich auf einen spannenden Abend, eine spannende Auseinandersetzung und spannende Debatten. Bitte, Kurt. Ja, danke schön, Johannes. Auch von mir mal einen schönen und hoffentlich interessanten Abend.
Wir arbeiten schon länger an diesem Projekt ISA, das wir heute vorstellen wollen, Patricia Renner und ich. Und wir freuen uns auch schon sehr auf den Input von Sascha Bernardis. Ich versuche dann noch ein bisschen in der Überleitung zu erklären, wie das alles zustande kam. Zuerst aber ein bisschen zum Projekt ISA, Intervision und Supervision mit Augmented Reality. Da kann man sich allein schon unter dem Titel relativ wenig vorstellen, vielleicht in Corona-Zeiten schon ein bisschen mehr, aber das ist kein Corona-Projekt. Also wenn Sie jetzt glaubt haben, Justus, na, die FH springt da jetzt auf ganz schnell, nein, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass wir schon seit längerem, eigentlich letztlich seit 2 Jahren, an dieser Projektidee arbeiten. Es ist nicht ganz leicht, das zu verwirklichen, solche Projektideen. Einfach deshalb, weil man dazu finanzielle Mittel braucht. Und Sie haben ja auch alle die Erfahrungen, dass das nicht ganz so leicht ist. An dieser Stelle muss man sagen, danke Johannes für die Hartnäckigkeit, mit der du uns in diesem Projekt unterstützt hast. Es war von der Projektidee zur Umsetzung wirklich eine lange Zeit und wir haben zum Teil schon nicht mehr daran geglaubt, dass das jemals was wird, aber es ist doch was geworden und jetzt darf ich da ein bisschen was vorstellen. Wir haben da ein paar Folien vorbereitet, die ich Ihnen gern zeigen würde und die. Und Sie haben hier also noch einmal Forschungsprojekt Intervision, Supervision. Als Projektteam, das bin jetzt ich, Kurt Fellöcker, wie gesagt, dann der Thomas Moser, Leiter des Instituts für Digitalisierung bei uns im Haus. Die Patricia Renner, ebenfalls anwesend. Der Alexander Schlager, ich weiß gar nicht, ob er da ist, wäre natürlich fein. Aber sozusagen für den technischen Bereich. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Department Soziales und der Technik, ja, also dem Institut hier im Haus für Digitalisierung. Und es geht darum, in diesem Projekt den Versuch zu wagen, Fallbearbeitung, Fallbesprechung, Teamarbeit mittels Augmented Reality. Viele von Ihnen kennen das, das ist also das Ding mit der Brille, ja, und hier ist also ein bisschen ein Symbolfoto, wo man also anders als wir es hier jetzt erleben bei Zoom oder wie wir das auch bei Skype machen, was ja auch einige von Ihnen kennen, eine Fallbesprechung, eine Teamarbeit machen kann, die näher an der Wirklichkeit liegt, wo man also die Personen nicht nur im Raum sieht, sondern Mimik und Gestik auch ganz anders wahrnehmen kann und zusätzlich noch Informationen einspielen kann, also ähnlich wie ich es gerade hier jetzt tue mit dieser Folie. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, da eine Umsetzung einerseits technisch zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung, weil auf dem Symbolbild sieht man das eh noch. Ne? Also und meine Vorstellung war ja auch anfangs, naja, diese Brille, die aufsetzen eigentlich. Ja? Wir werden Ihnen dann gleich am Bild zeigen, dass sich diese Brillen sehr rasch, sehr verändern und dass das in Richtung, ja, also deutlich weg von solchen fast helmähnlichen Geräten geht, hin zu zarteren Modellen. Das hat uns also ermutigt, von der Technik her das auszuprobieren und hier Ideen zu entwickeln und letztlich dann in die Richtung der Entwicklung eines Prototypen zu gehen. Andererseits, und das ist die, weil es könnte man sagen, na gut, eine weiterentwickelte Augmented Reality Brille, das ist jetzt nett, aber was hat die Sozialarbeit damit zu tun? Naja, die Sozialarbeit hat insofern damit zu tun, als dass es die Möglichkeit bietet, Fallbesprechungen auch zu optimieren. Das heißt also, Fallbesprechungen insofern zu verbessern, als dass man eine Moderationsstruktur entwickelt, die integriert ist, quasi als Software in die Augmented Reality. Das ist jetzt ein bisschen eine fürs Erste wahrscheinlich komplizierte Vorstellung. Man kann es sich aber, glaube ich, dann ein bisschen besser vorstellen,
wenn man sagt, das ist sozusagen eine Moderation, die mitläuft, die also einerseits den Fallbesprechungsprozess ein Stück weit begleitet und ein Stück weit strukturiert und andererseits diesen Prozess aber auch aufzeichnet und organisiert. Das zu entwickeln hat also zwei Forschungsprozesse erfordert und der eine Forschungsprozess ist eben ein sozialerweiterischer Forschungsprozess. Sie sehen da oben die Brille, ne? Das schaut schon ein bisschen anders aus als so ein Helm, ne? Also da sieht man schon, was inzwischen technisch möglich ist und das entwickelt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit eigentlich weiter. Ich habe schon neuere Modelle gesehen, die sind noch viel kleiner. Wir werden also da gute Möglichkeiten haben, diese Augmented Reality-Anwendungen zu optimieren und dann auch mit einer gewissen Usability letztlich zu versehen, die es möglich macht, dass man das auch benutzt. Der Forschungsprozess war also eigentlich zweiteilig, könnte man sagen, ein sozialerweiterischer Teil und ein technischer Teil. Und es ging parallel darum, zuerst einmal eine Strukturierungsmöglichkeit von kollegialen Fallbesprechungen, Intervisionsbesprechungen, Supervisionsbesprechungen. Trauen wir uns inzwischen auch sagen, anfangs haben wir noch gedacht, das wäre überhaupt nicht möglich mit dem Medium. Inzwischen wissen wir, dass da doch mehr sogar möglich ist, als wir anfangs gedacht haben, und wir sind optimistisch, dass wir das ein bisschen hier auch übertragen können. Ja, an dieser Stelle würde ich gern die Patricia bitten, weil die Patricia sehr involviert war auch in den sozialerweiterischen Forschungsprozess und da ein bisschen den Ablauf zu schildern. Patricia, kannst du was sagen dazu? Ja, vielen herzlichen Dank, Kurt, für die Überleitung. Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Der Kurt hat sehr schön gesagt, ich darf Ihnen jetzt vorstellen, was wir jetzt konkret gemacht haben und wie wir das gemacht haben. Es war so, dass der Kooperationsprozess mit der Technik sehr eng passiert. Auf Seiten der sozialen Arbeit war es so, dass wir gemeinsam mit der Caritas Suchtberatung die Moderationsstruktur entwickeln. Das heißt, wir haben 4 Teambesprechungen beobachtet und die dann die Protokolle, die Beobachtungsprotokolle dann ausgewertet und auf Basis dieser Beobachtungsprotokolle eine Struktur erarbeitet in mehreren Schritten und mehreren Prozessen. Genau, also es waren diese 4 Beobachtungen. In der Zusammenfassung der Kategorien haben wir dann den Moderationsablauf auf Basis der Empirie erstellt und somit sind wir zu einer analogen Moderationsstruktur gekommen, die wir in Form von 4 Moderationskärtchen jetzt wieder an die Caritas-Beratung zurückgespielt haben. Der Ablauf ist jetzt so, dass diese analoge Struktur in den Teambesprechungen bei der Caritas getestet wird, weil wir hier uns ja am Blödsinn ausdenken können. Das heißt, es geht wirklich um partizipative Forschung und um anwendungsorientierte Forschung. Die Struktur ist, wie ich schon gesagt habe, eben wirklich auf Basis der Empirie entstanden, in Kombination Literatur, die wir zuvor recherchiert haben. Und es geht eben wirklich um diese Entwicklung der Moderationsstruktur für die Augmented Reality Videokonferenz. Diese Struktur ist jetzt auch die Basis für die Kollegen der Technik, die in einem ersten Schritt einmal eine App programmieren, die diese Moderationsstruktur unterstützt. Das heißt, Sie können Ihnen das so vorstellen, dass diese App zusätzlich auf einem, also die ist nutzbar auf ein Handy oder auch auf ein Tablet. Und diese App unterstützt den Moderationsprozess. Man sieht diese Struktur allerdings dann auch in der Brille, so ist es geplant. Das heißt, das war das, was auch die Technik gemacht haben. Die haben zuerst einmal recherchiert, die vorhandenen technischen Geräte, welche sie da am besten für diese Augmented Reality Remote Anwendung
einfach eignet und sind jetzt dabei, ein Konzept und ein Design dafür zu entwickeln, auf Basis unserer Moderationsstruktur, also die bildet diese Basis für die Einblendung und zusätzlich eben diese App. Und warum ist diese App wichtig? Wie sind wir zu dem überhaupt gekommen? In der Forschung, also in der Forschung auf sozialarbeiterischer Seite hat sie einfach gezeigt, was wir aus der Literatur kennen, dass der Moderator oder die Moderatorin in Intervisionsprozessen eine starke Rolle spielt und dem auch einige Aufgaben zukommen. Und diese App soll vor allem auch den Moderator oder die Moderatorin innerhalb dieser kollegialen Fallberatung oder Teambesprechung unterstützen, im Prozess zu folgen. Das heißt, Sie können Ihnen das so vorstellen, dass man dann Optionen wählen kann, was man bespricht, ich will auch nicht zu viel vorgreifen, und der Moderator das dann eingibt. Und die Kolleginnen sehen das dann entweder am Handy, bei welchem Punkt sie jetzt kurz an, oder auch in der Brille eingeblendet. Die ersten Zwischenergebnisse, die wir gesehen haben, ist, dass sie die Brille sehr stark einfach aus diesen Zwischenergebnissen legitimiert, weil eben wir festgestellt haben, dass in den Fallbesprechungen, die wir beobachtet haben, die sehr von der Literatur abweichen, weil sie in kürzerer Form einfach stattfinden. Und das funktioniert vor allem auch aus dem Grund, weil die Personen eben einander gegenüber sitzen, sie über die komplette Deutungshoheit, wie es der Kurt vorher schon gesagt hat, des Gegenübers einfach besitzen und somit auch sämtliche Kommunikationsformen wie Körpersprache, Mimik, Gestik im Prozess mit einbeziehen können. Wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen, das Forschungsprojekt hat ja letztlich dann so wirklich ernsthaft im Jänner begonnen, also sogar noch da noch deutlich vor Corona-Zeit. Die Corona-Zeit hat uns natürlich in dem ganzen Forschungsprojekt eine besondere Bedeutung gegeben, weil wo vorher viele Kollegen, Kolleginnen noch ein bisschen skeptisch waren und gesagt haben, naja, was ihr da macht, also mein Gott, Spielereien. Ne? Naja, inzwischen nimmt man uns ernster. Wir haben noch eine relative lange Laufzeit von einem Jahr, so mehr sogar in einem Jahr, wo wir das fertig entwickeln wollen. Wobei fertig entwickeln, muss ich jetzt so einschränkend dazu sagen, heißt, wir wollen einen, wie die Techniker sagen, Low-Fi-Prototypen wollen wir erarbeiten. Das heißt, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass mit Laufzeit Ende des Projekts wir die gesamte soziale Arbeit mit Brillen ausrüsten und fix und fertiger Moderationsstruktur. Nein, das wird nicht so sein. Da fehlen uns noch ein bisschen die Mittel, würde ich sagen. Aber was wir versprochen haben und was wir voraussichtlich einhalten können, ist, dass wir einen Prototypen entwickeln. Und wir hoffen dann natürlich auf eine Projektfortsetzung oder auf ein Folgeprojekt, wo wir die ganze Sache dann serienreif kriegen. Es ist also nichts, was man innerhalb von Wochen oder Monaten schaffen kann. Aber wir sind dran und ich bin da optimistisch. Ja, soweit zum Forschungsprojekt. Man darf dann gern noch Fragen stellen. Jetzt aber ein bisschen eine Überleitung zum Sascha Bernardis, mit dem ich schon also etliche Projekte gemacht habe und erfolgreiche Zusammenarbeit gibt und den ich in den jetzt schon aufgetretenen schwierigen Phasen bei der Analyse von Protokollen und ab und zu mal angerufen habe, mich supervidieren habe lassen und ihm ein paar nette Anregungen verdanke. Und nicht nur das, sondern ich habe auch verstanden, dass der Sascha gemeint hat, das ist ganz interessant, woran ihr da arbeitet, weil das zumindest auf Ebene der Instrumente etwas ist, was ihn auch beschäftigt, weil er sich mit Teamarbeit ganz anders auch noch beschäftigt. Und ja, und da ist dann die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, gut, wir müssen unbedingt eine Art Lecture machen, weil das ist vielleicht nicht nur für uns interessant, woran der Sascha da arbeitet und wie er die Dinge sieht, also die Dinge der Teamarbeit und Fallbesprechung, ist nicht nur für uns interessant, sondern vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und glücklicherweise, es war ein bisschen knapp, weil der Sascha sogar eine Reise in die Schweiz verschieben musste, aber er ist jetzt da
Und ich würde ihn dann gleich bitten, fortzusetzen. So, dann muss ich das allerdings noch stoppen. So, das ist jetzt passiert. Bitte, Sascha. Ja, vielen Dank, lieber Kurt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch einige bekannte Gesichter hier im Publikum sehen zu dürfen. Mein Name ist Sascha Bernardis. Ja, wie schon eingangs erwähnt, meine Wurzeln liegen in der Sozialarbeit. Bin im Raum St. Pölten diesbezüglich auch sehr verbunden und bin Organisationsberater mit einem System 5 Jahren Dwarfs and Giants mit 3 Kollegen gegründet. Ganz kurz zu dem Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf New Work. Das heißt, es geht hier um neue Ansätze in diesen dynamischen Zeiten, durch die wir gerade durchgehen, andere und neue Formen zu finden, sich zu organisieren, aufbauend auf Prinzipien wie zum Beispiel verteilter Autorität, weil wir halt auch immer drauf kommen, beziehungsweise Unternehmen einfach oft vor der Herausforderung stehen, wie können wir in diesem dynamischen Kontext uns gut steuern und uns gut organisieren. Das wird dann noch ein Stück weit der Einstieg sein. Warum heißen wir Dwarfs and Giants? Vielleicht ein bisschen ein komischer Name, ist aber zurückzuführen auf eine Wissenschaftsmetapher, die im 12. Jahrhundert geprägt wurde, nämlich die Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen, und wir haben einen Purpose, einen Science-Zweck als Dwarfs and Giants, nämlich Rewriting the Future of Organization und Catalyzing the Evolution of Wholesome Organizations. Und als Zwerge verstehen wir uns auf den Errungenschaften der Vergangenheit im Kontext von Organisationstheorie und Organisationsberatung, und wir erlauben uns, auf den Schultern zu sitzen, den Kopf etwas höher zu tragen und damit ein bisschen weiter schauen zu können und rechnen damit, dass wir mal von den Zwergen auch zu den Riesen werden, auf die dann andere ihr Wissen aufbauen. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steht, hinter Dwarfs and Giants, und schon auch den Anspruch, Organisationen neu zu denken. Was uns wichtig ist, ist ein Prinzip, eat your own dog food. So die Dinge, die wir hier auch verbreiten und unseren Kunden und Kundinnen antun, die testen wir ausgiebig an uns selber, durchleiden die gleichen Prozesse. Insofern wissen wir zumeist auch, von was wir sprechen, und bewegen uns sehr viel auch natürlich im unsicheren Raum und können aber auch entsprechende Prozesse gestalten, um uns damit Kunden und Kundinnen in Unbekanntes zu wagen. Fallarbeit ist ja relativ spannend, und wenn ich mir jetzt einmal die Ausgangslage anschaue, in der wir uns bewegen und der wir uns befinden, und das hat auch vor der Sozialarbeit, zumindest wie ich es beobachten kann, keinen Stopp gemacht, haben wir eine Welt, die sehr dynamisiert ist, die zunehmend unvorhersehbar ist, was jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich geworden ist, dass wir uns nicht nur mit exponentiellem Wachstum möglicherweise in der Wirtschaft oder im Kontext von Innovation zu tun haben, sondern inzwischen auch mit Epidemien. Und wir dann eigentlich vor Herausforderungen stehen, wie wir nicht so ganz genau wissen, wie wir jetzt damit umgehen sollen, und dafür eigentlich auch keine Rezepte zur Verfügung haben. Das betrifft nicht nur solche Prozesse wie Corona oder solche Vorfälle wie Corona, sondern das betrifft auch den Alltag und die Realität von Organisationen. Das heißt, ich habe im Gegensatz zu vor 30, 40 Jahren ein viel instabileres Umfeld, und das heißt, die Werkzeuge, die ich hier zur Verfügung habe, die mich vielleicht vor 40 Jahren in einer Organisation, in einem Unternehmen erfolgreich gemacht haben, die greifen hier an der Stelle nicht mehr. Und irgendwie ist es recht interessant, sich anzuschauen, naja, wie sich vielleicht so eine Rechenmaschine aus dem Jahr 1920 bis heute verändert hat. Man könnte sich dann einmal so ein iPhone anschauen und dann mal Vergleiche ziehen, oder wie sich Autos verändert haben. Das Interessante ist, dass Organisationsstrukturen vor 100 Jahren ungefähr genauso funktioniert haben wie heute. Sie waren nämlich in Pyramiden organisiert. Warum das für die Frage der Fallarbeit interessant ist, dazu komme ich dann noch später. Das wird ein wichtiger Ankerpunkt sein, wenn man sich anschaut, wie Fallarbeit eigentlich gut in Organisationen eingebettet sein könnte. Eine andere Realität in Organisationen ist, und interessanterweise
war das ja in der Sozialarbeit schon immer eine große Herausforderung zwischen Menschen, die an der Basis arbeiten, sich zunehmend an Kunden orientieren und weniger an das, was prinzipiell die Organisation oder die Gesellschaft vielleicht gern hätte, also auch die Sozialarbeit diesen Widerspruch aushandelt, ist, dass wir Hierarchie- und Managementstrukturen haben, die sehr abhängig sind von Menschen, die sich in diesen Strukturen bewegen. Ich sage es jetzt einmal sehr provokant, damit wir auch ein bisschen Futter haben, mit denen wir arbeiten können. Es ist sehr oft zu beobachten, dass es sowas wie eine Eltern-Kind-Relation in Organisationen gibt. Ja? Zumindest der Versuch. Also es gibt so gescheite Leiter und Leiterinnen und gescheite Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Und dann gibt es Menschen, die da irgendwie da arbeiten, versuchen ihre Arbeit zu machen und man kommt dann so in Eltern-Kind-Dynamiken hinein. Ich glaube, die Transaktionsanalyse hat das so in den Stressmustern ganz gut beschrieben, so mit Eltern-Ich und Kind-Ich und wie herausfordernd es ist, da so auf einer Erwachsenen-Ich-Ebene eigentlich zu kommunizieren. Und es ist eine strukturelle Herausforderung, die damit zu tun hat, dass man sich gedacht hat, naja, man braucht irgendwie jemanden, der das irgendwie gut organisiert. War teilweise ja auch erfolgreich. In der Sozialarbeit hat es immer ein bisschen gehackt, weil natürlich da auch andere Interessen, nämlich der Fokus auf Klienten und Klientinnen, im Mittelpunkt gestanden ist und das natürlich auch Spannungsverhältnisse sind, die immer wieder auch neu ausverhandelt worden sind. Man spricht da von einer Hierarchiekrise, die tatsächlich auch über die Sozialarbeit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zum ersten Mal auch so als solche beschrieben worden ist. Na gut. Jetzt gehen wir mal von dieser provokanten These aus, dass wir diese eigenwilligen Beziehungen in Organisationen haben, die von Hierarchie geprägt sind, die davon geprägt sind, auch ein Stück weit von Abhängigkeit. Also es gibt eine Person, die entscheidet, mehr oder weniger geschickt, je nachdem, welche Management- und sozialen Fähigkeiten man vielleicht ausgebildet hat, was gut ist, was nicht gut ist, was stimmt, was nicht stimmt, was hilfreich ist und was nicht hilfreich ist. Und das ist aber etwas, was in diesem dynamischen Kontext nicht mehr so gut funktioniert, weil Führung zunehmend auch zum Flaschenhals in Organisationen wird, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Fülle der Informationen, die wir bekommen und die wir verarbeiten müssen. Als ein Beispiel. Also Hierarchie wird zunehmend dysfunktional. Das heißt, ich brauche eigentlich zunehmend, das hat Sozialarbeit, glaube ich, auch immer ein Stück weit ausgemacht, dass Entscheidungsfähigkeit, also Entscheidungskompetenz dort angesiedelt sein sollte, wo die Entscheidungsnotwendigkeit tatsächlich gegeben ist. Und das ist beim Sozialarbeiter oder bei der Sozialarbeiterin vor Ort. Und das ist natürlich in Bezug auf Fallarbeit klar und wichtig. Und jetzt ist die Frage, was braucht es denn in diesem Kontext, wenn Hierarchie zunehmend dysfunktional wird? Auch für die Organisation von Sozialarbeit und für die Fallarbeit. Es braucht ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Und jetzt sehe ich schon, da gibt es einen Haufen Menschen, die mit Sozialarbeitern zu tun haben und da vielleicht in der Hierarchiestufe woanders sind und sich früher zumindest gedacht hätten, um Gottes Willen, das klingt nach basisdemokratischen Konzepten, da wollen wir nicht wieder zurück. Da können wir organisationale Aspekte gar nicht umsetzen oder durchsetzen. Aber tatsächlich ist das eine Grundvoraussetzung, die auch viele andere Unternehmungen in dieser Welt betrifft, dass es dieses hohe Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung an der Stelle braucht. Aber die Frage ist, habe ich eine Organisation, in der ich das darf? Das heißt, ich brauche eine Entscheidungsfreiheit vor Ort. Und wenn ich das habe, und jetzt komme ich zur Fallarbeit, dann brauche ich ja eigentlich Orte, wo ich als selbstständiger, 100% eigenverantwortlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einer Organisation, die Sozialarbeit betreibt, hingehen kann, um mir entsprechenden Support zu holen. Und ich spreche da schon ein Prinzip an, wo es um radikale Eigenverantwortung geht, weil das hat dann nämlich auch eine Auswirkung, wie ich solche Teamsitzungen zum Beispiel strukturiere. Also, Bad News an der Stelle,
Es gibt keine neuen, sehr sophisticated Geschichten, wie man Fallarbeit macht. Die Realität ist, dass für Fallarbeit in der Regel wenig Zeit ist. Naja, so 10 Minuten, 15 Minuten in einer Teamsitzung. Aber was hier gefordert ist, ist die Eigenverantwortung, eine Fragestellung einzubringen, für die ich jetzt hier im Moment eine Antwort brauche und wo ich eine Unterstützung brauche. Sie kennen das vielleicht, dass es Meetings gibt, wo routinemäßig über alle Fälle gesprochen wird, die gerade im Raum sind. Das ist etwas, was möglicherweise nicht so hilfreich sind, weil das führt zu einer Form von Routine, in der Dinge abgearbeitet werden, die einem nicht helfen, operative Dinge gut weiterzubringen. Das heißt, ich muss mir sehr gut überlegen, in welcher Form bringe ich mich in ein Meeting ein. Das ist das eine. Das heißt, ich habe eine 1,5-Stunden-Session, eine 2-Stunden-Meeting. Es gibt einen kurzen Slot für Fallfragen. Und in dem Kontext bringe ich eine spezifische Frage ein mit der Klarheit, was ist das, was ich jetzt hier brauche. Das heißt, ich erzähle nicht aus der Routine, weil es immer so erzählt wird, wie es erzählt wird. Ich kann mich da selber noch dran erinnern, wie ich noch als Sozialarbeiter tätig war oder auch in Supervisionen. Dass es hier einfach gewisse Routinen gibt, relativ sinnentleert über Fälle zu sprechen in Organisationen. Um hier die Qualität zu verbessern, braucht es diese radikale Selbstverantwortung. Was ist das, was ich jetzt vom Team brauche? Welche kollektive Intelligenz, die hier vor Ort ist, möchte ich tatsächlich anzapfen? Das ist ein Aspekt. Das heißt, hier spreche ich eine wöchentliche Routine an, weil wir wissen auch aus der Erfahrung, oder so ist es in der Literatur beschrieben, und daran hat sich auch nichts geändert, eine gute Fallarbeit, die braucht Zeit, und da würde ich mir mal 45 Minuten bis eine Stunde pro Fall Zeit nehmen. Das spielt es aber nicht in der Realität. Gleichzeitig wird das auch brauchen, denn hier stellt sich ja natürlich auch die Frage, wie lernen wir als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen kontinuierlich an den Fällen, die wir haben? Das heißt, hier taucht eine zweite Frage auf, nämlich welchen Rhythmus von einer tiefergreifenden Fallarbeit etabliere ich? Manchmal wird das über Fallsupervision abgearbeitet oder über kollegiale Fallberatung, also sagen wir mal einen halben Tag alle 6 Wochen. Das Dritte, was darüber hinausgeht, ist die Frage, wie bekomme ich denn neue Menschen in die Art und Weise, wie Fälle bearbeitet werden im Kontext dieser Organisation gut hinein. Hier könnten sehr rollenspezifische Konzepte hilfreich sein, zum Beispiel in unserer Organisation, auch wenn es jetzt keine Organisation der sozialen Arbeit ist, hat auch was mit Beratung zu tun, wäre sowas wie ein Onboarding-Kompass. Das heißt, jemand, der Menschen onboardet, die frisch hineinkommen und sie unterstützt und die Form und Weise der Arbeit, die hier getan wird, gut hineinzukommen. Eine Art Mentoring-System. Gleichzeitig kann ich auch bestimmte Meeting-Strukturen einfordern. Sprich, ich habe den Bedarf, einen Fall tiefergründig zu erarbeiten. In den 15 Minuten, die ich habe in der Teamsitzung, geht es vielleicht nicht aus. Die nächste Fallarbeitssitzung ist vielleicht genau gerade jetzt 6 Wochen weg. Das heißt, ich muss mir hier organisieren, 2, 3 Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich eine bestimmte Struktur nutzen kann, um Klarheit zu dem Fall zu bekommen, in dem ich drinnen stecke. Natürlich kann man natürlich auch zurückgreifen auf Formen von fachlicher Leitung. Das ist auch etwas, wie Komplexität in Organisationen in dem Kontext reduziert werden. Aber wir wollen ja auch von etwas sprechen, was sich vielleicht im Kontext dieser volatilen Welt, in der wir uns bewegen, die auch von Disruptivität geprägt ist, ein bisschen andere Dinge anschauen. So. Man merkt so, naja, da ist jetzt vielleicht nicht so wirklich was Neues dabei. Das ist eh logisch, das kenne ich auch schon. Aber was ist das Spannende daran? Das Spannende ist dieses Mindset der Eigenverantwortung, des sich Einbringens. Was ist das, was ich jetzt brauche, um eine Meetingstruktur, die ich habe, nicht überzubelasten?
Das heißt, ich muss nichts überprüfen. Das heißt, es geht sehr stark eigentlich neben diesen Aspekten der Digitalisierung, geht es eigentlich stark um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ja, also die Technik wie Augmented Reality oder keine Ahnung oder anderes virtuelles Arbeiten ist das eine Ding. Das andere Ding, die ganze Technologie nutzt uns nichts an der Stelle, wenn wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und die Werte, die wir dafür nutzen, nicht anpassen. Und das, nachdem wir ja auch in der Moderne, in einer stark individualisierten Gesellschaft uns bewegen, spiegelt sich das natürlich auch den Organisationsstrukturen und was diese Organisationsstrukturen brauchen wieder, nämlich starke, in dem Fall Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die sehr genau darauf schauen, was ist das, was jetzt notwendig ist und wie organisiere ich mir das eigenverantwortlich. Und auf welche Strukturen kann ich hier zurückgreifen? Das heißt, hier kommt aber noch ein spannender Aspekt dazu, weil das ist relativ voraussetzungsreich, dass ich das darf. Ich brauche nämlich eine Erlaubnis der Organisation, das tatsächlich zu tun. Jetzt sind die Organisationen so oft mit Tabus belegt, was man tun darf und was man nicht tun darf, was gut ist und was nicht gut ist. Und diese neuen Konzepte des Arbeitens versuchen aber, um diesen Ansprüchen eines Sozialarbeiters, Sozialarbeiterin, die an der Front steht, so gerecht zu werden, dass man möglichst alle Dinge, die einem in der Arbeit beschäftigen, wahrnehmen darf, ansprechen darf und prozessieren darf. Das heißt, es braucht ein gewisses Maß an Vertrauenskultur und ein Arbeiten auf Augenhöhe. Und es braucht aber auch Beziehungen, in die hier auch strukturell abgebildet sind. Das heißt, hierarchische Formen sind an der Stelle nicht mehr so hilfreich, weil sie auch hochabhängig sind, ich habe das schon erklärt im Vorfeld, von den Personen, die diese Rollen oder diese Funktionen an der Stelle wahrnehmen. Denn wenn ich in einem dynamischen Umfeld bin und in dieser Grundannahme bewegen wir uns noch, dann sehen wir hier die Herausforderung, dass wir auch die Art und Weise, wie wir uns organisieren, fortlaufend anpassen und verändern müssen. Und das ist natürlich meine Beobachtung als Sozialarbeiter, der im Feld steht, sehr von zentraler Bedeutung, wie mir das gelingt und wie ich das einspeisen kann. Das heißt, ich brauche auch eigentlich Strukturen, die ich anpassen kann. Und wenn ich jetzt an Fallarbeit schaue, das könnte viele Bereiche betreffen, wenn ich jetzt auf die Fallarbeit schaue, dann ist die Frage, was beobachten wir gerade im Feld oder was beobachte ich gerade im Feld und welche Struktur, welchen Rhythmus, an welcher Form von Fallarbeit ist das, was wir gerade brauchen. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich eine Entscheidung dazu? Muss ich dann meine Führungskraft davon überzeugen, dass ich besonders schlau und intelligent bin und er oder sie mir folgt und sagt, okay, dann machen wir das so. Oder habe ich einen Prozess, der mir erlaubt, Dinge evolutionär weiterzuentwickeln. Ich kann dann später gerne vorstellen, wie so ein Prozess funktioniert, wie Consent-Prozesse funktionieren, im Gegensatz zu Konsens und im Gegensatz zu klassischen hierarchischen Entscheidungen. Aber wie kann man diese Abhängigkeiten umgehen, um wirklich die Intelligenz der Organisation, die Intelligenz des Teams anzuzapfen, um auch Strukturen der Fallarbeit auf den Bedarf, den das Feld gerade hat, gut anpassen zu können? Also keine Ahnung, ich vermute mal, ich habe zwar noch keine Daten aus dem Feld, aber ich vermute mal, dass sich Fallarbeit und Sozialarbeit jetzt einmal in den letzten vergangenen 8 Wochen schon von der Art und Weise, wie man das gemacht hat, etwas verändert hat. Das könnte auch einen anderen Bedarf an Fallarbeit wecken. Und wie könnte ich das an der Stelle gestalten? Das heißt, das ist nicht nur ein Arbeiten in der Organisation, sondern auch die Möglichkeit zu haben, an der Organisation zu arbeiten. Und das braucht ein Feld, in dem Kompetenzen tatsächlich, zumindest die, die mit Sozialarbeit und ihrer Organisation zusammenhängen, end-to-end verteilt sind. Und damit meint man, dass keine Hierarchiestufe dazwischen steht. Um nämlich auch hocheffektiv, also anpassungsfähig
und gleich auch ein Stück weit effizienter arbeiten zu können, wobei die Effektivität und die Anpassungsfähigkeit an diese fluide Umwelt von zentraler Bedeutung sind. Was braucht man hier? Eins habe ich schon erwähnt, man darf Spannungen erwähnen. Spannungen ist ein Begriff, der sehr negativ besetzt ist. Ich finde den super, weil eine Spannung eigentlich nichts anderes ist als ein Ist-Zustand, also der Unterschied zwischen einem Ist-Zustand und etwas, wie es besser sein könnte. Ja? Das benennen zu können und hierfür Prozesse zu haben, wie ich das anpassen kann. Das heißt, ich brauche einen Prozess, der die Organisation nicht blockiert, sondern der die Organisation weiterbringt und der mir hilft, meine Fallarbeitsstruktur anzupassen an das, was es jetzt braucht. Weil hier geht es dann eigentlich um Spielregeln in einem Team. Und die Frage ist, wie schaffe ich über solche Prozesse eine Form des Lernens? Also nicht von einem Mindset auszugehen, die Dinge müssen perfekt sein, sondern sich die Frage zu stellen, wie können wir Prozesse gestalten, auch mit Blick auf Fallarbeit, wo wir gemeinsam lernen und uns entwickeln können. Also wie kann man dieses evolutionäre Bild von lernender Organisation tatsächlich auch gut festmachen und verankern? Das kann dahingehend auch gehen, dass man ein hohes Maß an Rollenklarheit gewinnt. Das heißt, man geht weg von Stellenbeschreibungen hin zu Rollenbeschreibungen. Ich habe nicht eine Stelle, sondern ich habe möglicherweise 10 sehr klar ausdifferenzierte Rollen, die mir erlauben, die ich befülle, die mir erlauben, auch Unterschiede zwischen meiner Realität in meiner Arbeit und dem, was ich aber tatsächlich brauche in meiner Arbeit, wahrzunehmen und auch zu prozessieren. Und natürlich brauche ich auch einen attraktiven Bezugspunkt, das ist im Sozialbereich oft ein bisschen herausfordernd, weil er ja scheinbar gegeben ist. Ne? Also wir unterstützen Menschen in unterschiedlichen Kontexten, Kraft zu gewinnen, Eigenverantwortung zu übernehmen, ihr Leben zu organisieren. Das scheint ja mal so ein gemeinsamer Nenner zu sein. Und gleichzeitig ist es oft so logisch, dass man eigentlich gar nicht genauer darüber nachdenkt, was ist denn der genaue Seinszweck dieser Organisation? Was ist denn das, was wir hier ins Leben bringen wollen? Also hier gibt es auch Ansprüche an die Organisation, Klarheit zu schaffen, was ist denn das, wofür wir genau stehen und warum zahlt sich's und lohnt sich's, eigentlich in der Früh aufzustehen, aus dem Bett zu gehen und in die Arbeit zu gehen. Was ist neben dem Ego-getriebenen, ich möchte mich selber verwirklichen, das, was ich denn eigentlich gerne in die Welt bringen würde? Was ist das, wozu wir hier gemeinsam beitragen möchten? Das ist natürlich, wenn es sowas wie charismatische Führung im Idealfall nicht mehr gibt, schon etwas, was auch solche Organisationen an der Stelle brauchen. Ich möchte jetzt ganz kurz meinen Bildschirm teilen und zeigen, wie denn so ein Prozess ausschauen könnte, um Regeln in der Organisation entsprechend anzupassen und welche Auswirkungen das möglicherweise dann auch auf die Struktur, auf den Rhythmus, auf die Art und Weise, wie man Fallarbeit macht, haben kann. So, Bildschirm freigeben. Da haben wir das. Ich habe da das Beispiel eines, ich hoffe, das teilt jetzt gut, integrativen Entscheidungsprozesses, wie der ausschaut. Das Spannende, hier geht es um Rollendefinitionen, Richtlinien, Wahlergebnisse können wir mal weglassen an der Stelle. Und das könnte die eine Richtlinie sein, in welchem Rhythmus und in welcher Struktur Fallarbeit passiert und wie es eingebettet ist in der Organisation. Aufgrund der Realität, die ich habe. Man hat normal Check-in, man schaut, was administrativ los ist, man baut eine Agenda auf und dann prozessiert man diese Spannungen. Und das heißt, dass man einen Vorschlag macht, wie man gerne zum Beispiel Fallarbeit in Unternehmen organisieren will. Das heißt, man präsentiert einen Vorschlag. Es gibt in einer nächsten Runde Verständnisfragen der Kollegen und Kolleginnen, warum und wieso das der Vorschlag ist und was man genau darunter versteht.
man hat dann die Möglichkeit zu reagieren. Und die Person, die den Vorschlag gemacht hat, kann auf dessen, was sie gerade gehört hat, den Vorschlag verbessern und präzisieren. Kann, aber muss das nicht. Und dann kommt der Vorschlagende oder die Vorschlagende mit einer vorläufig endgültigen Version des Vorschlages und dann werden Einwände geprüft. Das heißt, ich kann als Teamkollege Sascha einen Einwand gegen diesen Vorschlag prozessieren und das gibt es dann einen Moderator, der dann überprüft, ob dieser Einwand valide oder nicht valide ist. Da gibt es bestimmte Kriterien, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Das wird ein bisschen zu tief gehen an der Stelle. Ziel ist es aber, eher zu unterstützen, dass Vorschläge im Sinne des Lernens zugehen. Das heißt, es wird geprüft, ob der Vorschlag die Organisation schädigt oder das Team schädigt an der Stelle oder nicht. Und dann gibt es, wenn dieser Einwand valide ist, eine Integration und es geht zurück in die Einwandroute. Das heißt, man hat hier irgendwie so einen Prozess, der eigentlich sicherstellt, dass es immer eine neue Entwicklung, eine neue Regel, eine neue Lösung für dieses Team zum Beispiel gibt mit Bezug auf Struktur von Fallarbeit. Das heißt, hier arbeite ich nicht nur in der Organisation, im Sinne von, wir organisieren uns Fallarbeit und wir besprechen Klienten und Klientinnen, sondern wir lernen auch aus der Realität, wie das funktioniert und wir optimieren auch unsere Struktur, indem wir an der Organisation arbeiten. Und wir haben dafür einen Consent-Prozess, der hilft, diese Entscheidungen auch zu treffen. Das heißt, hier entsteht nicht eine Mehrheitsentscheidung oder ein Konsens, sondern mein Vorschlag geht immer durch, solange nicht die Organisation schädigt oder ihr Schaden zufügt oder sie zurückwirft. Das ist natürlich etwas, was man lernen muss, was an der Stelle auch Auswirkungen darauf hat, wie man bestimmte Meetingformen auch moderiert. Da kommt auch ein Haufen sozialer Technologie zu, der sich dann natürlich auch dann so mit Aspekten wie Augmented Reality oder virtuellem Arbeiten hier an der Stelle mischt. Das heißt, es kommen hier auch Formen von rigideren Meetingstrukturen in die Realität von Organisationen, auch der Sozialarbeit hinein, die aber ein Arbeiten in verteilter Autorität, also nicht in delegierter Autorität, das Delegationsprinzip kennen wir ja aus Pyramidensystemen, sondern in Systemen verteilter Autorität unterstützt oder zumindest bei Prozessen der verteilten Autorität. Das heißt, man muss ja nicht alles an ein Team abgeben, zum Beispiel. Also man kann ja auch bestimmte Prozesse komplett einem Team übergeben, ohne eine Hierarchiestufe dazwischen zu haben. Was uns tatsächlich am Ende des Tages dem auch wieder näher bringt, was ja Sozialarbeit eigentlich ausmacht, nämlich sich selbst in der Eigenständigkeit zu erleben, aber auch sich dann widerspiegelt in der Arbeit, Menschen zu begleiten, in einem höher möglichen Maß eigenverantwortlich und eigenständige Leben gestalten und leben zu können und leben zu dürfen. Und das sollte sich natürlich auch idealerweise und gerade in Zeiten wie diesen auch in der Art und Weise widerspiegeln, wie wir Organisationen der sozialen Arbeit strukturieren und organisieren. Das heißt, Anzapfen kollektiver Intelligenz, kollektives Lernen am Fall heißt aber auch, dass ich Realitäten, organisationale Realitäten, die ich am Fall kennenlerne, die ich erfahre in meiner täglichen Fallarbeit, auch in die Realität der Organisation wieder zurückspielen kann und die Struktur des Teams, in dem ich arbeite und die Strukturen, die dieses Team hat, auch evolutionär anpassen darf. Das kann man sehr radikal spielen oder das kann man weniger radikal spielen. Auf jeden Fall sind das die neuen Formen, die, glaube ich, sehr stark das Mindset oder
das ist, glaube ich, ein Mindset, das, zumindest auch unsere Überzeugung, die in der jetzigen Zeit, in dem dynamischen Welt, in der wir leben, das Überleben von Organisationen stärker absichern, weil sie einfach anpassungsfähiger werden. Und klarerweise, und davon bin ich fest überzeugt, gilt das für die Sozialarbeit mehr denn für alle anderen Organisationen, weil wir hier es einfach auch nochmal mit einer sehr komplexen Aufgabenstellung zu tun haben und mit einem sehr anspruchsvollen Feld, das auch gewisse ethische Grundlagen mit sich bringt, die hier wichtig sind. Gut, das war es einmal von meiner Seite und ja, bin neugierig auf Resonanzen und Fragen und Dialog. Ja, herzlichen Dank, Sascha Bernadis, für den spannenden Vortrag. Ich lade Sie ein, sehr herzlich auch Ihre Fragen jetzt so auch in den Chat zu posten, Anmerkungen zu machen, sodass wir hier auch also die Diskussion beginnen können. Also quasi, das wäre dann auch das Anliegen. Implizit habe ich ein bisschen herausgehört bei dir, das ist sozusagen aus deinen Ausführungen, dass da so ein Stück auch Kritik geübt, dass du ein Stück auch Kritik geübt hast an bestehenden Formen der Organisation, also sozusagen wie Teamsitzungen, Teamarbeit bisher abläuft. Das hast du ja zu Beginn sehr stark also auch hervorgehoben, dass das eher so routinemäßig läuft. Sozusagen, nochmals jetzt auch verschärft auf den Punkt gebracht, das Neue wäre dann so quasi stärker sozusagen auch jetzt in der Organisation den Leuten das selber zuzuspielen, den Sozialarbeiterinnen. Ich stelle jetzt die kritische Frage, haben das Sozialarbeiterinnen nicht immer schon auch gemacht so quasi? Also wo siehst du jetzt dann noch einmal so diesen ganz neuen Aspekt dabei? Ja, das finde ich ja die super spannende Frage. Ja, das haben sie immer wieder gemacht. Und ja, das hat auch immer wieder Schrecken in Organisationen ausgelöst, weil Hierarchie auch nicht immer damit einverstanden gewesen ist und damit natürlich auch Einflüsse der Öffentlichkeit, Einflüsse der Politik, Einflüsse der Ökonomie, wie Sozialarbeit sich ja gerne organisieren möchte. Und gleichzeitig war es, und ich glaube, das war ja auch die Herausforderung, dann auch oft abhängig vom Beziehungsgefüge in Teams. Das heißt, man hat eigentlich die soziale Technologie noch nicht wirklich gehabt, um auch aus Abhängigkeitsprozessen, aus informellen Abhängigkeitsprozessen und Beziehungen, die es in einem Team gibt, und Einflussnahme herauszusteigen. Und diese Prozesse, die es in der Soziokratie, ich glaube, seit den 60er Jahren gibt, Holacracy wäre eine relativ neue Form, die stellen aber Prozesse zur Verfügung, die diese Abhängigkeiten reduzieren und die auch erlauben, über die Struktur diese zu verlernen. Das heißt, was man hier lernt, und das finde ich das Interessante dran und das ist auch irgendwie das Neue, man lernt ein Stück weit mehr in Rollen zu denken, und den Beziehungsraum und den Rollenraum stärker auseinanderzuziehen. Also das ist wie eine gute Supervisionssitzung, wenn man so eine Strategie, also wenn man so eine Struktur eingeführt hat. Also man lernt stärker zwischen Funktionen und Rollen auf der einen Seite und der Beziehung zu differenzieren und auseinanderzuhalten. Ich habe viele Teams erlebt, in denen ich selber gearbeitet habe, auch Teams, die ich begleitet habe als fachlicher Leiter oder auch als Supervisor, wo es einfach ganz starke informelle Einflussnahme gegeben hat, die es schwierig gemacht haben, Dinge weiterzuentwickeln. Und solche Prozesse erlauben, diese Abhängigkeiten abzulegen und tatsächlich den Klienten und die Organisation in den Mittelpunkt zu legen und das eigene Ego, dass es auch unter Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen gibt, und zwar ziemlich mächtig, ein Stück weit abzulegen. Gut, was würde es aus deiner Sicht brauchen, dass so eine Veränderung dieses Mindsets, das du angesprochen hast, auch tatsächlich gelingen kann? Weil das ist sozusagen, das muss man ja auch ein Stück wahrscheinlich auch etablieren dann. Das ist eine große Herausforderung und ich glaube, es braucht mal jetzt einmal in so dieser typischen Unternehmersprache, Unternehmerinnensprache zu bleiben, eine klare Entscheidung von Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, dass man das will, weil die müssen einen Haufen loslassen und auch einen Haufen Bilder loslassen, was ist richtig und was ist falsch.
Und man muss gleichzeitig in der DNA eines solches Transformationsprozesses drauf schauen, dass man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die es betrifft, hier auch gut an Bord holt. Weil es ist auch nicht, weil wir lernen in Organisationen, Verantwortung oder Nichtverantwortung zu übernehmen, ja auch. Das heißt, es gilt ja auch darum, Kulturmuster zu brechen, und man sollte sich eigentlich gemeinsam Klarheit darüber verschaffen, dass man das auch tatsächlich möchte. Weil nichts ist Schlimmeres, als wenn das Top-Management sagt, lasst uns verteilte Autorität leben, und 50 oder 60% in der Organisation sagen, na, eigentlich wollen wir das nicht und keine Spannungen prozessieren. Weil dann fehlt nämlich das Benzin und der Treibstoff für die Evolution der Organisation. Das heißt, was es braucht, ist zuallererst auch die Arbeit an Vertrauenskultur. Und das ist manchmal schon ziemlich herausfordernd, weil es die Frage ist, was für eine Form von Feedbackkultur hat man hier, was für eine Form von Konfliktkultur hat man in einer Organisation, und das berührt einfach oft sehr heikle Dynamiken in Organisationen. Bevor man sowas implementiert, muss man schauen, dass man hier ein Mindestmaß an Konfliktfähigkeit und Feedbackkultur aufgebaut hat, um solche Systeme auch etablieren zu können. Gut, da ist eine Frage in den Chat schon hereingekommen. Die Frage lautet, ich mache einen Vorschlag in der Sitzung. Wenn es keinen validen Einwand gibt, kann ich das ausprobieren. Ich darf das dann umsetzen. Wenn es meine eigene Rolle betrifft, kann ich mir das gut vorstellen. Was ist, wenn ich einen Vorschlag habe, was eine andere Rolle anders tun könnte? Muss die andere Rollenträgerin machen, was ich ihr vorschlage, wenn das nicht die Organisation nachhaltig schädigen wird? Ah, wundervoll. Das geht jetzt schon in sehr spezifische Details, aber ich antworte sehr, sehr gerne drauf. Das Interessante bei diesen Rollenkonstrukten ist, und das finde ich wirklich das Spannende, sie beschreiben, und das ist der Unterschied zu einer Stellenbeschreibung, sie beschreiben ziemlich genau, was ich prinzipiell von einer Rolle erwarten kann. Das heißt, ich kann von einer Rolle erwarten, dass sie bestimmte Handlungen durchführt. Wie in einem System verteilter Autorität ich dann meine Rolle wahrnehme, ist ganz alleine mein Kaffee. Niemand kann mir sagen, wie ich das zu tun habe, wie ich das mache und wie ich meine Arbeit priorisiere. Das heißt, ich kann hier eine prinzipielle Erwartung ausdrücken, aber wie ich meinen Arbeitsalltag organisiere, ist mein Kaffee. Gleichzeitig gibt es in diesen Strukturen noch relativ klare Spielregeln, wie solche Rollen besetzt werden und wie Leute oder Menschen aus solchen Rollen noch wieder hinauskommen. Aber generell im System, wenn es um verteilte Autorität geht, kann ich eine Erwartung formulieren, ich kann sie prozessieren, und es ist dann, wenn es meine Rolle betrifft, von mir auch erwartbar, dass ich das tue. Wenn ich sage, das ist etwas, was vielleicht nicht so hilfreich ist, oder wo ich sage, naja, einen validen Einwand hatte ich nicht, dann kann ich meine Rolle ja weiterentwickeln. Das heißt, ich kann Stück für Stück meine Rolle einer Evolution und Weiterentwicklung unterziehen. Das heißt, hier geht es ja darum, auch das Mindset zu verändern. Wenn jemand eine Erwartung formuliert, dann ist es ja nicht etwas, dass er mir einen Schaden zufügen will oder mir ins Reinwürgen will. Das ist oft, was die Leute zu Beginn glauben, sondern wir sind hier gemeinsam, um die Arbeit deutlich und klar zu machen, die wir hier in unserem Team zu erledigen haben. Und die Realität an unsere Rollenbeschreibungen anzupassen oder unsere Rollenbeschreibungen an die Realität, so würde ich es formulieren. Und dafür ein Werkzeug zu haben. Denn was passiert, wenn Rollen unklar sind? Das ist ja das, was wir tagtäglich in Organisationen erleben. Wenn ich eine Erwartung an dich, Johannes, habe, dass du etwas Bestimmtes tust, und du schaust und du denkst, woher hat er diese Erwartung? Das steht ja nirgends geschrieben, und aus der Stellenbeschreibung heraus kann man das nicht ableiten. Dann machen wir uns das aus der Beziehungsebene aus. Und entweder uns gelingt das irgendwie gut, oder ich muss irgendwie meine informellen Netzwerke oder Formen von Macht einsetzen, damit ich dich dazu kriege, dass du das machst, was ich gerne hätte. Also bin ich entweder freundlich zu dir, oder ich gehe zu deinem Vorgesetzten, oder ich baue ein bisschen Gruppendynamik auf, dass der Johannes endlich tut, was ich will. Und das ist eigentlich
ein Missbrauch von Beziehungen, um damit ich meine Arbeit, die ich brauche, erledigen kann. Aber eigentlich liegt es symptomatisch nur darin, dass die Rolle, die du hast, unklar ist. Oder dass die Rolle, die ich habe, unklar ist und dass der Prozess unklar ist an der Stelle, der zu bestimmten Ergebnissen führen soll. Und was passiert in Organisationen herkömmlich, wenn das informelle Bespielen von Beziehungen nicht mehr funktioniert, dann kommen Organisationen drauf, wir brauchen eine Reorganisation. Ja? Dann setzt man sich zusammen alle 3 bis 5 Jahre und reorganisiert das Unternehmen und die Teamstruktur und die Rollen und die Stellenbeschreibungen, die man hat. Und die Zeit hat man heute einfach nicht mehr, weil die Realität sich so schnell ändert. Das heißt, ich brauche auch andere Mechanismen und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf Fallarbeit und Struktur, wie ich meine organisationale Realität evolutionär und schnell und effektiv und anpassen kann. Das macht mich vielleicht auch nicht immer schneller, aber es macht mich anpassungsfähig. Ein bisschen konkreter erlaube ich mir hier nachzufragen, weil jetzt auch keine neue Frage gekommen ist. Was wäre dann der Vorschlag, wo werden diese Rollen definiert sozusagen? Wird das irgendwo einmal auch in einer Grundsitzung oder ist das auch schon im Einstellungsprozess ins Unternehmen, dass mal so eine Grunddefinition stattfindet? Wie komme ich einmal zu dieser Rollendefinition, zu dieser Rollenklarheit? Wo wird das sozusagen einmal grundgelegt, grundbesprochen, sage ich jetzt einmal so? Also das ist ja dein Vorschlag sozusagen im Gegensatz zu Stellenbeschreibungen, also in dem Zusammenhang. Oder ja, auch vielleicht. Ja, stell dir vor, du hast ein Team und die sagen, sie machen jetzt, sie wollen jetzt irgendwie vor dem Hintergrund verteilter Autorität arbeiten. Es ist relativ einfach. Das Team macht einmal im ersten Schritt nichts anderes, als dass sie die Arbeit auf einer bestimmten Flughöhe niederschreibt, die aktuell im Team erledigt wird. Also von der Klientenarbeit zur Dokumentation von bestimmten administrativen Geschichten, das wird alles aufgeschrieben und dann wird es in einem bestimmten Verfahren geclustert und zu Rollenbündeln zusammengefügt. Das heißt, Dinge, die zusammengehören, beschreiben dann eine Rolle und die Rolle kriegt einen Namen und dann gibt es technische Hilfsmittel, bestimmte Apps und Tools, die man hierfür nutzen kann. Glassfrog, Holospirit, Slash.me sind 3 verschiedene Tools, die mir hier einfallen, die man nutzen kann als Unterstützung, wo man diese Rollen einträgt und wo man dann Namen hinter diese Rollen legen kann und wo dann aber auch schon diese Meeting-Prozesse abgebildet sind, wie ich sie vorher vorgestellt habe. Und so startet man. Und dann hat man Klarheit, welche Arbeit wird erledigt, gerade. Und dann, wenn neue Arbeit dazukommen sollte, kann man das immer anpassen über solche Meetings. Das heißt, die Anpassung funktioniert über solche Meetings, wie ich sie gerade vorgestellt habe. Und zu Beginn macht man solche Meetings alle 2 Wochen. Im Augenblick machen wir das alle 4 bis 6 Wochen. Und es gibt auch Möglichkeiten, das sind dann aber eher fortgeschrittene Aspekte, das auch ohne Meeting anzupassen. Da gibt man das dann einfach ins Tool ein und schaut, ob es einen Einwand gibt oder nicht. Dann tragt man es in ein normales Meeting hinein. Also hier verändert sich auch der Rhythmus der Organisation, auf die aktuelle Realität zu schauen. Das ist etwas aber, was man einüben und lernen muss, dass es spielerisch und schnell geht. Und wie man Fallarbeit organisiert, wäre eigentlich klassisch eine Rolle zu entwickeln, die dafür verantwortlich ist. Das könnte Rolle Fallarbeitsstruktur sein. Oder man gestaltet bestimmte Prozesse, die in der sogenannten Governance der Organisation abgebildet sind, wo drinnen steht, wie funktioniert das, wie schaut das aus. Konkrete Frage, die da gekommen ist, ist eine Rolle gleich eine Person? Nein, eine Rolle, eine Person kann unterschiedliche Rollen haben. Ich habe in meiner Organisation aktuell 25 Rollen. Und davon sind 10 wahrscheinlich nicht aktiv, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Die können wir aus der Governance wahrscheinlich rausschmeißen. Kannst du mal sozusagen ein bisschen sozusagen, welche Rollen, um das hier ein bisschen vorzustellen, wie
würdest du das jetzt beschreiben, einmal in deiner Organisation, wie könnte man das sozusagen dann vielleicht auch auf andere Prozesse übertragen, also so zu benennen, damit es vielleicht ein bisschen griffiger wird? Ja, ich kann das sogar kurz teilen, wie das sowas ausschaut. Einen Augenblick. Ihr seht jetzt hier eine Struktur, das ist unser Customer Facing Circle, also unser Beratungskreis, wo die Berater und Beraterinnen drinnen sitzen und ihre Beratungsarbeit organisieren. Ihr seht hier ganz unterschiedliche Rollen, in die kann ich auch gerne mal hineinzoomen. Hier gibt es eine Rolle, die heißt Staffing Sparring und diese Rolle besteht aus einem Purpose, aus einem Seinszweck, da steht direkt Efficiently Staffed Integrating Needs of Client and Dwarfs and Giants. Dann gibt es eine Domain, die gibt es in dem Fall nicht, eine Domain wäre irgendwie sowas wie ein Eigentum der Rolle, was nur diese Rolle ausfüllen darf und das sind die Accountabilities, das sind die wiederkehrenden Handlungen, die ich von dieser Rolle erwarten darf. Ja? Also Acting as Ad Hoc Sparring Partner for Decisions Regarding Staffing of New Project Requests. Ja? Also das kann ich davon erwarten, dass diese Rolle das macht, wenn ich als Berater Unterstützung brauche, wie staffe ich mein Team gut, dass mich diese Rolle dabei entsprechend unterstützt, hier Klarheit zu kriegen. Und ihr seht, das führt jetzt ein bisschen tiefer in die Struktur hinein. Hier gibt es auch größere Rollen, die wiederum Kreise sind. Das geht ein bisschen tiefer hinein in das, was dieses System kann. Aber ihr seht hier ganz unterschiedliche Rollen, die hier an der Stelle in diesem Kreis drinnen wohnen. Ja? Und interessanterweise gibt es da genau eine Beraterrolle, nämlich, das ist, wir nennen bei uns ein bisschen fancy, den Berater, die Beraterin Evolutionary Catalyst und das ist die, die Beratung macht. Und Projektlead wäre sowas wie ein Engagement Lead. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt hier Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin, dann wird das möglicherweise eine sehr spezifische Bezeichnung in diesem Kreis sein und gleichzeitig werdet ihr ganz viele andere Rollen haben, in denen ihr eure Arbeit organisiert. Und das lässt natürlich zu, dass man Arbeit anders verteilen kann, dass man hier auch schauen kann, wer hat für welche Aufgaben auch in einem Kreis Talente, Energie, Lust und Laune neben dem Kerngeschäft als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin mit Klienten und Klientinnen zu arbeiten. Ja? Also so schaut das ungefähr aus und so ist das in der IT quasi abgebildet. Gut, ich spiele jetzt ein bisschen bewusst den Ball an dich, Kurt, weiter. Wo siehst du jetzt sozusagen in Bezug auf das Projekt da auch die Potenziale, wenn man das jetzt so wie Sascha beschrieben hat, das so ein Stück auch versucht umzusetzen dann jetzt, also ganz spezifisch auf das sozialarbeiterische Feld? Naja, ich glaube, was das Projekt macht, ist, dass es Verantwortung stärker ans Team delegiert und ein Instrument dazu entwickelt, dass das auch schaffen kann. Die Frage ist ja immer, was der Sascha im Grunde genommen sagt, ist, dass die derzeitigen Strukturen, die stark in Richtung Autorität, Hierarchisierung gegangen sind, also mit der Ökonomisierung der sozialen Arbeit, dass die zwar wahrscheinlich von vielen auch geschätzt werden, ich bin ja selber in basisdemokratischen Teams ausgebildet worden, es war furchtbar, also es hatte furchtbare Seiten, sagen wir so, alle mussten auf Teppichen sitzen und so weiter. Also das will ich jetzt nicht ausführen, aber es hatte ein paar Nachteile. Jetzt gab es eine starke Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Das Sascha ist nicht so darauf eingegangen, aber in Wirklichkeit ist das auch eine Grundlage. Und das hat uns dazu geführt, dass wir jetzt eher wieder in einem hierarchischen Denken sind, das gut strukturiert, ne, vielleicht, und die Geschäftsführung gut schlafen lässt.
die aber letztlich nicht unbedingt zu mehr Qualität in der Fallarbeit führt. Weil Hierarchie bei einer Profession, die darauf angewiesen ist, dass die Expertinnen und Experten in der Frontline Qualität erzeugen, in der Form nicht kontrolliert werden kann. Ja, also die Qualität entsteht nicht durch Autorität und durch Hierarchisierung, sondern eigentlich durch das Gegenteil, nämlich dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass man die als eigenverantwortlich wahrnimmt und als eigenverantwortlich mit Entscheidungskompetenz ausstattet. Und das macht aus meiner Sicht die Qualität aus. Und das ist ein bisschen das, was das Projekt ISA möchte, nämlich diese Qualität der Fallarbeit zurückzugeben in die Verantwortung des Teams. Im Sinne von Team knows best, ja, sagt man auch, also durchaus auch in der Unternehmensberatung, soweit ich weiß, kenne ich mich so aus. Aber es ist in der Sozialarbeit jedenfalls so, dass das nicht durch Hierarchie hergestellt wird, sondern durch die Verantwortung der Frontline-Worker und Workerinnen. Was wird es aus deiner Sicht brauchen, dass man auch jetzt, was der jetzt sehr gut beschrieben hat, nochmal verdeutlicht diesen Prozess? Durch Ökonomisierung ist man jetzt wieder so in einer Hierarchieschleife gekommen, ich könnte es ein bisschen überspitzt formulieren. Man hat sich auch ein bisschen dann zurückgezogen, weil man sagt, okay, die Entscheidungen treffen eh die Chefs, aber wie schaffe ich jetzt sozusagen auch dieses Mindset auch zu verändern? Ist das etwas, das ich einfach halt durch eine neue Praxis wieder versuche zu etablieren? Oder was wäre da der Vorschlag, aus dem wieder ein Stück auszubrechen? Naja, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Ne? Wir können diesen Prozess fördern, anstoßen, diskutieren. Passieren muss er aber, so wie der Sascha gesagt hat, durchaus in einem von oben nach unten Verfahren. Ne? Also da muss schon von den Entscheidungsträgern gewünscht sein und es muss klar gemacht werden, und das ist vielleicht unsere Funktion, es muss klar gemacht werden, dass qualitätsvolle Arbeit nicht durch Hierarchisierung passiert. Ja? Und ich verstehe es gut, ich war lange Zeit Geschäftsführer, natürlich schläft man besser als Geschäftsführer, wenn man den Eindruck hat, die Mitarbeiter sind gescheit kontrolliert, da kann nichts passieren, weil wenn was passiert, kostet das auch meinen Kopf als Geschäftsführer. Aber die Qualität der Arbeit verschlechtere ich im schlimmsten Fall sogar, ja, wenn ich die Kontrolle verstärke. Wenn ich mehr Eigenverantwortung zulasse, würde ich zumindest die Chancen erhöhen, dass mehr Qualität passiert. Diese Einsicht zu transportieren ist eine Sache, diese Entscheidung zu treffen eine andere. Ja, also wir dürfen uns nicht einbilden, dass das nur an uns liegen würde. Ne? So wie unsere Verantwortung ist, das zu kommunizieren. Letztlich durchsetzen werden wir es nicht alleine können. Wieder eine Frage gekommen, sozusagen, die sich an Sascha Bernalis richtet. Was tue ich, wenn die Supporter, zum Beispiel das Sekretariat, in ihrer oder in seiner Rolle denkt, dass er Dinge nicht dann macht, wenn ich sie brauche? Weil das wäre ja dann seine Hoheit, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, solche Systeme sind insofern auch voraussetzungsreich, weil ich auch eine Verpflichtung zur Transparenz habe. Also Transparenz ist ein sehr wichtiger Wert in dieser Geschichte. Das heißt, ich muss schon noch argumentieren können, warum ich bestimmte Tätigkeiten über andere priorisiere. Und ich muss aber auch auf Anfrage eine Projektion machen, bis wann ich bestimmte Tätigkeiten erledigt habe. Wenn hier eine Spannung auftritt, dass es einen bestimmten Prozess zu bestimmten Zeiten möglicherweise braucht, dann ist es vielleicht notwendig, eine Regel zu entwickeln, die hier Orientierung gibt. Oder ich kann auch, es gibt bestimmte Rollen, die auch priorisieren können. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, eine Priorisierungsregel zu definieren, die klar macht, welche Arbeit über
welche Arbeit even over andere Arbeit zu priorisieren ist. Also da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man damit umgehen kann. Wenn ich den Eindruck habe, tatsächlich, es hat nichts mit der Rolle zu tun, sondern es hat was mit der Person zu tun, die mir schlichtweg als Person das Leben schwer machen will, dann ist für mich klar, es hat nichts mit der Rolle zu tun. Das heißt, ich werde das dann in einem anderen, nämlich in einem Konfliktsetting, in einem anderen Raum der Organisation, im Beziehungsraum, sagen wir dazu, besprechen und nicht im operativen Raum, wo ich quasi nur Rollen habe, die sich begegnen, sondern ich ziehe es dann in den Beziehungsraum und sage, hörst du, mir fällt auf, jedes Mal, wenn ich mit irgendwas komme, was ist da los? Also ich kann dann den Modus wechseln an der Stelle, wenn ich das Gefühl habe, es hat eigentlich mit der Rolle und der Füllung der Aufgaben nichts zu tun, sondern ist was Persönliches und kann das überprüfen. In der Regel, wenn sowas gut implementiert ist, beschreiben die Leute, dass die Beziehungsebene stark entlastet wird, weil klar ist, wann ich mich in einem Rollenraum bewege und wann ich mich im Beziehungsraum bewege. Das heißt, es hilft hier, mehr Klarheit zu bestimmten Strukturen einfach zu haben, in denen ich mich in Organisationen bewege. Es gibt eine spezifische Frage, die sich an die Patrizia Renner richtet, ob du noch etwas näher etwas zu der Struktur von den beobachteten Fallbesprechungen erzählen kannst. Und was waren hier die Veränderungsvorschläge seitens des Projektes? Und zwar, die Beobachtungen haben ergeben, dass wir vier Ablaufpunkte gesichtet haben. Und zwar, wir haben das dann in vier Moderationskarten vorgestellt. Die erste ist die, die wir dann mit Moderation und Start benannt haben. Aber meine und drei unterschiedliche Optionen, die frei gewählt werden können. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir jedenfalls in dem Team muss stattfinden, dass organisatorische Absprachen stattfinden, weil das Team einfach so strukturiert ist, dass das in dem Setting besprochen wird. Und es sind dann zwar unterschiedliche Punkte, wie Fallbesprechungen durchgeführt worden, sichtbar waren. Und zwar gibt es Fälle, die kürzere Sequenzen, in kürzeren Sequenzen besprochen werden, wo es rein um Fallabsprachen oder um transdisziplinäre Absprachen geht. Und dann gibt es eben die Fallbesprechungen, die in längeren Sequenzen dargestellt, also besprochen werden, wo es dezidiert dann um das Einholen der Meinungen von Kolleginnen geht, wenn es zu Irritationen in der Fallführung kommt, zu Problemen, zu Schwierigkeiten oder um auch in Reflexionsprozesse in der Fallarbeit kommt. Jetzt schaue ich gerade, was die Frage noch war. Was waren hier die Veränderungsvorschläge? Es war jetzt so, dass wir anhand der Beobachtungen die Kategorien gesichtet haben und diese dann strukturiert haben und ein bisschen ergänzt haben. Also wir haben das dann in der Struktur gemacht. Und zwar, wir haben uns stark an die Kategorien, die sichtbar worden sind, bei den Beobachtungen gehalten und haben die dann in eine Reihenfolge gebracht. Also im Fall der Fallsynchronisation, auch ähnlich wie man es aus der Literatur kennt, vor allem möglichen, begonnen von kollegialer Fallberatung, Fachberatung. Also wir kennen das aus der Literatur von unterschiedlichen Modellen. Im ersten Punkt geht es immer um die Falldarstellung der Falleinbringerin. Und dann, ich kann jetzt die Punkte so kurz sagen, es geht um Nachfragen und dann haben das Platz ist um Ergänzungen für der Falleinbringerin und eben dann auch in der kurzen Sequenz um die Zusammenfassung. Um Vereinbarungen von Interventionsvorschlägen oder um Absprachen und dann eben um Übernahme oder Weiterleitung an Kolleginnen. Und bei der Fallbesprechung war es so, dass wir zusätzlich zu den Strukturen, die sichtbar waren, einfach ein paar Punkte hineingebracht haben, wo es eben die Fallbesprechung näher strukturiert. Also es ist auch wieder die Falldarstellung der Falleinbringerin, der erste Punkt. Und dann eben
im Nachfrageprozess wirklich in Anlehnung an Ballend eben nur Verständnisfragen, dann eben Raum gibt für freies Assoziieren und Gedanken, wo man Gedankenbilder oder Vergleiche auch darstellen kann durch die Kolleginnen, dann wo es zu Hypothesen und zu Diskussionen kommt, wo sie die Fallanbringerin aber zurückholt und wirklich dann auf die Kolleginnen, den Kolleginnen den Raum bietet, ihre Sicht darzustellen und wo es dann eben zu Vorschlägen und Lösungsmöglichkeiten kommt. Im letzten Schritt ist dann eben auch analog, wie wir es aus der Literatur kennen, der Punkt, wo der Falleinbringer oder die Falleinbringerin eben dann die Möglichkeit zur Stellungnahme hat und wo man sie dann über weitere Schritte oder Interventionsmöglichkeiten unterhält. Wir haben lange gerätselt, was wir überhaupt beitragen könnten, weil die Kolleginnen und Kollegen in der Suchtberatung arbeiten ja wahnsinnig effizient in Wirklichkeit. Mhm. Also die schaffen ihre Fallbesprechungen in der kurzen Zeit, die sie zur Verfügung haben für Teamsitzungen, dass wir also nur so geschaut haben, im Sinne von fürs erste Mal kaum verstanden haben, was da abgeht und erst in der Folge, wie wir auf die Differenzierung gekommen sind, das heißt, wenn wir auf die Idee gekommen sind, die Fallbesprechungen uns näher anzuschauen und die Struktur im Kleinen, also in der Fallbesprechung, zu überdenken. Dann sind wir erst überhaupt auf was draufkommen. Sonst hätten wir im ersten Moment gesagt, wir übernehmen einfach die Struktur, die die haben. Das ist so toll. Wir konnten doch ein bisschen was beitragen und sind wir jetzt sehr froh drüber. Sonst hätten wir sich gefragt, wozu machen wir das überhaupt? Aber ich muss schon sagen, die Praxis, die wir vorgefunden haben, das ist schon super ausgefeilt. Ja. Also unser Beitrag ist da letztlich ein geringer. Gut, gibt es weitere Fragen von Seiten des Publikums oder Anmerkungen, Kommentare dazu? Also gerne weitere Fragen im Chat stellen. Sie können hier auch noch die Gelegenheit nutzen, so quasi. Moment, tut sich hier wenig. Noch, ja. Hier kommt ein Kommentar. Ich finde das Zusammendenken von Fallarbeit und Arbeit an der Organisation wichtig und bezaubernd. War hier jetzt noch so eine Stellungnahme. Dürfte ich vielleicht nachfragen, was ist sozusagen, ich spiele die Frage jetzt ein bisschen zurück, was ist denn das Bezaubernde daran sozusagen? Ich könnte es auch sagen oder soll ich es schreiben? Thomas, könntest du dem Wolfgang Geiswinkler vielleicht doch kurz Rechte geben, wenn möglich, dass er das vielleicht kurz auch einbringen kann? Wolfgang Geiswinkler, danke. Die Marianne und mich beschäftigt das auch seit Jahren. Und ich glaube, dass ja, einerseits ist das alles so dynamisch, man hat das auch durch Corona gesehen. Und andererseits ist ja faszinierend, wie zäh einem manche Dinge erscheinen und wie schwer sich die bewegen. Und das zusammenzudenken, wir haben da öfter schon nachgedacht drüber, aber so klar, wie das hier jetzt in der Veranstaltung ist, habe ich das noch wenig gehört. Nämlich, wie eigentlich die Qualität von Fallbesprechungen wahrscheinlich davon abhängt, wie die Organisation, wie wir tun beim sich organisieren und umgekehrt, wie vielleicht die Qualität der Klientinnenarbeit und der Fallbesprechung eine Möglichkeit sein kann, dem Management klarzumachen, ihr müsst irgendwas mit der Organisation, wie diese heroische Form, diese charismatische, heroische Form von Führung, wie Sascha das auch gut gesagt hat, ich delegiere die Autorität, was ja eigentlich nur bedeutet, ich sage, ihr macht es schon, dann machen sie eh gut und dann schaue ich zu. Und wenn ich dann glaube, ich muss jetzt eingreifen, dann
gilt die Delegation nicht mehr und ich sage den Leuten, na Moment, jetzt aber, jetzt, das muss alles ganz anders und dann kommt so ein Machteingriff. Das ist ja manchmal wirklich auch sinnvoll in der traditionellen Form und was der Sascha da vorstellt, ist ja was anderes. Und dieses Zusammendenken, also dass ich sage, beides braucht einander, wie der Kurt kurz gesagt hat, das können wir uns ja eigentlich nicht, das liegt jetzt nicht nur in der Verfügung von einzelnen Basissozialarbeitern, nicht einmal in der von Teams, sondern das bedarf eigentlich einer Entscheidung der Organisation. Und jetzt kann ich sagen, die Organisation sollte endlich moderner werden und tut es doch, was vielleicht nicht so leicht werden wird. Oder also einfach diese beiden Themen. Was ist mit der Fallarbeiter, mit der Qualität der Klientinnenarbeit und was ist mit dieser Arbeit, wie der Sascha das so schön ausgedrückt hat, an der Organisation, also nicht mehr ihm, was nicht ja gegangen, also was glaube ich wirklich voraussetzungsvoll ist, wie der Kurt sagt und auch der Sascha, aber was natürlich eine gigantische Fantasie auch hat. Das würde bedeuten, die Leute sind nicht mehr nur in der Organisation mit ihren Freiräumen, die sich also halb da erschwindeln oder denen manchmal gewährt werden, sondern sie arbeiten an den Fällen, an der Arbeit mit den Klienten und sie arbeiten an der Organisation. Was natürlich, wenn das halbwegs funktioniert, eine kleine Reformrevolution bedeuten würde. Das ist ja genau jetzt nicht der Fall. Also die meisten Leute, die ich kenne, die sagen, okay, ich gebe denen die Bude, das mit den Klienten ist sehr interessant. Der ganze Schaß rundherum macht mich fertig eigentlich. Oder das würde ja auch politisch wenig, das ist ja auch interessant, dass es gar keine politische Bewegung gibt oder irgendwen, der das irgendwie thematisiert. Dass die Menschen ja wie die Hunde leiden, wenn sie in diese Bergwerke gehen und sagen, ja, es wäre eh sinnvoll, aber irgendwie ist das alles so komisch. Lauter Leute, die das Beste wollen und das ist ja ein Ausmaß von gegenseitiger Behinderung und Qual. Und also jetzt fange ich zum Jammern an. Also dieser Zusammenhang könnte eine Möglichkeit sein, wenn man den, was ihr da jetzt in der Veranstaltung gemacht habt, finde ich schön, diese Spannung. Also das, was ist mit den Fahrbesprechungen, was mit der Qualität der Klientinnenarbeit und was ist mit dieser Ebene, dass man die Organisation thematisiert und eigentlich erklären kann, das müsste man tun. Voraussetzungsvoll ist es sicher. Ja, vielen Dank. Also ich finde das super, die Veranstaltung. Sascha, möchtest du sozusagen dazu Stellung nehmen auch noch kurz? Ja, ich glaube, danke Wolfgang. Ich glaube, dass es eine Einladung ist, an der Realität zu lernen. Also Feedback aus der Realität der Klienten und Klientinnen zu akzeptieren, aufzunehmen und sich als Organisation weiterzuentwickeln. Und das finde ich eigentlich, wenn ich das jetzt im Kontext von sozialer Arbeit denke, eigentlich auch einen schönen Gedanken, weil damit eigentlich diese Prozesse auch einen viel stärkeren ko-kreativen Aspekt kriegen in der Sozialarbeit und nicht Sozialarbeit auch in einem hierarchischen Machtgefüge den Klienten und Klientinnen gegenüber auftritt. Also ich sehe da auch einige ethische Aspekte, die ein riesiges Potenzial haben, Organisationen so zu denken. Ja. Und das finde ich das Schöne dran, wenn sich hier gegenseitig Anpassungsprozesse einfach auch erlauben. Da war jetzt noch ein ergänzender Kommentar. Also nicht nur der Organisation, der die Fördergeberin werden da in der Sozialarbeit vermutlich auch mitreden wollen. So quasi, also wenn man das umsetzt, so habe ich das jetzt verstanden. Also dass man sagt, es geht eigentlich über die Organisation per se auch ein Stück hinaus. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch das Heikle. Keine Ahnung, wenn ich Werkzeuge herstelle und irgendwie Standorte verteilt in der Welt habe und ich denke mich für so eine fancy Struktur ein, ist das noch was anderes, als wenn ich politische Player da drinnen habe, die auch einen, naja, wenn man es jetzt systemtheoretisch betrachten will, schon noch in einem Aspekt von Macht und Nichtmacht entscheiden, dann kann es schon relativ unangenehm werden. Also da hat man, glaube ich, auch, da ist man dann sicher auch wieder stärker abhängig von Fördergebern und Geberinnen, die dafür auch eine bestimmte Sensibilität und einen bestimmten Drive hat. Das wird man nicht ausschließen können.
gleichzeitig, und das ist ja der Schmerz, den das Management jetzt auch spürt und den auch die Politik spürt, die Dinge laufen so schnell, dass sie draufkommen, sie können hier keine guten Entscheidungen mehr treffen. Also eigentlich muss auch die Politik, auch wenn ihr das wehtut, eigentlich viel mehr Verantwortung abgeben. Sie trauen sich, glaube ich, nur noch nicht, das wirklich zu steuern und das in einem guten Sinne zu nutzen, weil sie noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, also wenn man sich anschaut, die Regierung, ja, man mag zu ihr stehen, wie sie will, sie hat das zu Beginn wahrscheinlich gar nicht so schlecht gemacht, weil sie haben iterativ versucht zu steuern. Natürlich sind dann die Missbrauchsversuchungen, na, mischen wir uns in den Wahlkampf in Wien ein, schauen wir, wie wir das irgendwie nutzen, die sind natürlich gekommen und gleichzeitig sind sie vor der Situation gestanden, wir wissen nicht, was wir entscheiden. Wir entscheiden einmal so gut wie möglich und wir versuchen schnell aus der Situation zu lernen. Und ich glaube, Politiker und Politikerinnen, die hier auftreten und sagen, und damit auch, glaube ich, ein großer Teil der Fördergeber und Geberinnen, uns geht es auch darum, schnell zu lernen und wir haben keine perfekten Antworten. Das wäre ausgesprochen mutig und es wäre auch einmal Zeit, hier einfach auch einmal die Karten auf den Tisch zu legen und ehrlich zu sein. Man könnte auch hier wirklich solche Prozesse anders und neu an der Stelle denken und man könnte auch Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligungen an der Stelle neu denken. Aber das wäre schon ein ziemlich radikaler Schritt nach vorne, sowas auch auf einer anderen Ebene zu bespielen. Aber ich glaube, das wäre notwendig. Also auch Politik kann das nicht mehr so kontrollieren. Sie erhalten noch irgendwie mühsam eine Position von, wir haben es eh unter Kontrolle aufrecht, die aber nicht die Realität trifft. Und ich glaube, das wird noch stärker werden und das wird noch stärker aufpoppen. Noch Ergänzungen von dir, Kurt, Patricia, dazu, zu diesen Gedanken? Naja, es wird keine Veränderung sein, also befürchte ich, ne, die innerhalb kurzer Zeit passiert. Ich glaube eben auch, also es geht nicht nur um die Organisationen, wie die Barbara schreibt, es geht auch um Fördergeber, es geht um Geld letztlich, es geht um Politik letztlich. Ne? Also muss man schon sagen. Und dass die Prozesse schnell gehen, das erwarte ich nicht automatisch. Andererseits, wenn wir sie nicht anstoßen, macht es niemand. Also das muss man auch klar sagen. Das muss von uns kommen. Wir müssen schauen, wie wir in diese Verantwortungen reinkommen. Mir gefällt ja das Modell mit den Rollen von Sascha sehr gut. Also ich hoffe, dass da in den Organisationen eine Arbeit passieren kann, die letztlich dann auch zu einem Umdenken von Fördergebern und Politik passiert. Da war jetzt noch ein ergänzender Kommentar im Chat, also in der Suchtarbeit ergebnisoffen erlebe ich persönlich einen starken Treiber für agiles Mindset. Das ist das ergebnisoffene Herangehen so quasi. Ich glaube, dass es viele Grundhaltungen in der Sozialarbeit gibt, gerade auch in der akzeptierenden Arbeit, die iteratives Vorgehen in der Fallarbeit voraussetzen und natürlich sehr cool, wenn sich das auch in der Organisation widerspiegeln kann. Es erlaubt ein Einüben von iterativem Denken, es erlaubt ein sich entwickeln und wirklich als Organisation auch zu lernen und nicht nur als einzelner Sozialarbeiter oder als Team an der Stelle. Und das wäre natürlich sehr stringent und würde natürlich auch zu einer stärkeren Form von Authentizität an der Stelle auch führen als Organisation. Ja? Also das würde ich echt unterstreichen. Ja? Also da steckt ganz viel drinnen in der Sozialarbeit. Ja? Natürlich, ja, weil wir ja auch aus einer Profession kommen, die auch in Entwicklungsräumen denkt. Und da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie man das tun kann. Ja. Gut. Ergänzung war noch von der gleichen von Ulrike Gerstler auch noch, dass Arbeiten in einem Projekt mit agilem Projektmanagement als sehr hoffnungsgebend beschrieben wird. Gut, ich frage nochmal in die Runde, gibt es noch weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen so quasi, sich also auch noch ein Stück einbringen zu wollen? Dann bitte ich jetzt auch da wieder noch einmal den Chat zu verwenden.
kann da inzwischen vielleicht noch kurz was dazu sagen. Das agile Projektmanagement, die agilen Coaches würden wahrscheinlich jetzt aufschreien und sagen, es ist agile Produktentwicklung. Also die mögen das Projektmanagement an der Stelle nicht so. Das ist eine super Geschichte. Aber die Leute scheitern meistens, wenn ihre Organisation sich nicht mit umstellt, weil sie dann auf einmal mit hierarchischen Blockaden konfrontiert sind, die zu dem agilen Mindset nicht dazu passen. Also ist hier wirklich die Frage, wie entwickelt sich Organisation an der Stelle auch wirklich mit? Gut. Noch ergänzende Wortmeldungen jetzt von euch, Kurt und Patricia? Ja, keine direkten Ergänzungen jetzt. Ich denke, es wird spannend sein, dran zu bleiben. Vielleicht haben wir wieder mal Gelegenheit für eine Art Lecture, wenn es dann in Richtung Ende des Projekts geht, wenn wir schon mehr Ergebnisse vorstellen können oder wenn wir sogar schon unsere Moderations-App für Teams vorstellen können, die ja so ein kleiner Schritt in diese Richtung sein soll. Was ich vorhin noch anfügen wollte, die Moderationsstruktur ist ja derzeit auch noch in Erarbeitung. Das heißt, die ist ja auch noch nicht fertig, sondern die wird jetzt einmal getestet, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Und möglicherweise haben wir dann, so wie der Kurt sagt, dann die fix fertige in Form dieser App. Okay, ich sehe, dass jetzt keine weiteren Fragen im Chat sind. Wir sind auch in der Zeit schon relativ gut fortgeschritten. Also, da kommt jetzt noch was. Wer macht die Rollenbeschreibung, die Rollenverantwortlichen oder reden da andere auch mit? War jetzt noch so eine Frage. Das ist eine super Frage. Du musst dir vorstellen, man ist in einem Kreis, das sind unterschiedliche Rollen und in dieser Kreis kann seine Rollen selbst gestalten. Und ich kann natürlich auch, wenn ich eine entsprechende Spannung aus meiner Rolle habe, auch Rollen in dem Kreis anpassen. Ich kann sogar neue Rollen entwickeln und ich kann möglicherweise auch Rollen löschen, wenn sie die Realität nicht mehr entwickeln. Das heißt, jeder, der in diesem Kreis drinnen ist, kann diesen Governance-Prozess nutzen und Rollen weiterentwickeln. Und sie haben ja nichts mit mir als Person zu tun. Es geht hier darum, dass hier Arbeit beschrieben wird, die gemacht wird und darum geht, die Realität abzubilden. Also insofern kann ich alle Rollen im Kreis, die es gibt, anpassen und weiterentwickeln. Einen validen Einwand, das ist vielleicht noch eine spannende Geschichte. Ein Kriterium von 4 Kriterien für einen validen Einwand wäre, dass es meine Rolle, die ich habe, einschränkt. Wenn das Kriterium nicht zutrifft, ist der Einwand nicht valide. Das heißt aber nicht, und das ist das Spannende dran, dass mein Gedanke falsch ist oder schlecht ist, sondern in diesen Systemen wird eine Spannung nach der anderen prozessiert. Das heißt, ich kann meinen Punkt auf die Agenda bringen und kann ihn später prozessieren. Es heißt nur, dass es im Augenblick nicht ausreicht, diesen Vorschlag auszuhebeln. Und so stellt man auch ein iteratives Weiterentwickeln von Rollen sicher. Was man nämlich aus Teams von früher kennt, ist, wenn einer sagt, ich würde es nicht, dann macht man es nicht. Und das ist etwas, was hier an der Stelle ausgehebelt wird. Deshalb wird die Validität überprüft. Das heißt aber nicht, dass das, was ich denke, was man besser machen könnte, nicht zu einem späteren Zeitpunkt einzubringen ist. Und das ist ein Recht, und das ist an der Stelle wichtig, das ist ein Recht, das jedes Mitglied in der Organisation hat, seine Spannungen einzubringen und zu prozessieren und dass nichts diese Spannungen aushebeln kann, außer ein valider Einwand. Das ist nämlich das, was dann diese Prozesse absichert und sicher macht, dass man von einer personenorientierten Führung weggehen kann, hin zur Selbstführung und zu Vertrauen in bestimmten Prozessen. Das ist der große Unterschied, den solche Prozesse hier auch ermöglichen. Es ist noch eine Frage gekommen, so quasi. Gibt es schon Organisationen, Firmen in Österreich, die so arbeiten? Da gibt es ein paar, also Dwarfs and Giants natürlich,
Es gibt eine relativ große Organisation, die im Automatikbereich unterwegs ist, KEBA. Die haben, da ist es implementiert worden in einem Bereich von 800 Personen in unterschiedlichen Bereichen. Es war eine der größten Implementierungen, die wir durchgeführt haben, ist auch, ja, ich glaube, europaweit einer der größeren Implementierungen. Und es gibt natürlich noch einige kleinere Unternehmen, die mit Holacracy arbeiten. Das Interessante ist, die meisten Anfragen, das meiste Interesse im deutschsprachigen Raum kommt aus der Schweiz. Das wissen wir ja auch aus der Sozialarbeit, dass die Schweizer und Schweizerinnen recht neugierig sind und recht offen sind für Innovation, und insofern haben wir relativ viele Anfragen zu diesen Geschichten auch aus der Schweiz. Weitere Frage, die noch gekommen ist: Wie stellt eine Organisation, wie sie du, Sascha, dargestellt hast, sicher, dass die Verantwortung für das Handeln wirklich auch bei den eigenverantwortlichen Mitarbeiterinnen ankommt? Ich erlebe es leider oft so, dass beim Aufkommen von Problemen diese auf einer anderen Ebene besprochen werden: Geschäftsführung, Politik, Geldgeberinnen etc. Naja, das hängt natürlich mit der Qualität der Implementierung zusammen, und es ist kein trivialer Transformationsprozess, und der dauert auch 2, 3, 4 Jahre, bis er vollständig auch in der Kultur verankert ist, weil es wirklich auch ein radikaler Wechsel des Mindsets ist. Man muss viele Dinge verlernen, die ihnen auch früher erfolgreich gemacht hat, und neue Dinge lernen. Und wie wir wissen, Verlernen von Dingen, die mich erfolgreich gemacht haben früher, ist eine der schwierigsten Aufgaben. Aber ich glaube, und das ist etwas, was wir auch gelernt haben aus unserer Implementierungspraxis, ist zu schauen, einen Prozess zu entwickeln, wo am Endeffekt 80% der Leute, die es betrifft, sagen, wir wollen das machen, wir wollen hier wirklich in diese Form von radikaler Eigenverantwortung gehen, so damit es nicht nur eine Top-Down-Entscheidung an der Stelle ist. Also es braucht auch wirklich diesen Zeit, diesen Boden zu bereiten an der Stelle. Und weil sonst kann es natürlich passieren, und das ist uns auch schon begegnet, dass Leute sagen, na, ich wollte das ja nie, dass ich so entscheiden kann. Ich mag das nicht, und sich eher zurückziehen. Und ich glaube, da muss man, da gibt es ein paar trickreiche Geschichten, die man in so einem Transformationsprozess und berücksichtigen muss. Ja. Weitere Frage: Gibt es schon Organisationen der Sozialarbeit oder auf der Behördenebene oder öffentlichen Verwaltung, die mit Holacracy arbeiten? Ich sehne mich nach einer Sozialarbeitsorganisation, die das endlich ausprobieren will. Aber ich hätte mal die boshafte Unterstellung, die stehen noch ein bisschen in der Ökonomisierungsfalle. Aber ich war mal sehr nahe dran, es in der öffentlichen Verwaltung in einer GmbH der Stadt Wien zu implementieren. Und das ist leider nur daran gescheitert, dass ein sehr genialer Geschäftsführer am Ende des Tages leider 3-mal kalte Füße begonnen hat, weil er so perfektionistisch war, dass es sich nicht vorstellen konnte, am Ende des Tages diese Autorität tatsächlich abzugeben, obwohl ihm von seinem Kopf her klar war, das wäre eine super Geschichte, und am Endeffekt er sich innerlich nicht überwinden konnte, das dann tatsächlich an der Stelle tatsächlich wirklich einzuführen. Und am Ende des Tages, beim vierten Versuch, hat es dann nicht er, sondern die Hierarchieebene drüber beendet. Das ist in Konzernstrukturen übrigens eine Gefahr, die passieren kann, dass man mit solchen Dingen experimentiert und dass dann andere Veränderungsprozesse kommen, die solche Implementierungen wieder obsolet machen und natürlich auch einen entsprechenden Frust erzeugen. Weil wer mal diese, es ist ja wirklich so ein bisschen wie beim Matrix, grüne oder rote Pille, und wer die grüne mal geschluckt hat, möchte zu der Realität der roten dann auch an der Stelle nicht mehr zurück. Weitere Frage, die nur gekommen ist: Bedingt diese Veränderung nicht auch ein Umdenken in Gehaltsstrukturen? Warum bekommt ein Teamleiter, Geschäftsführer dann mehr Geld, wenn die Verantwortung beim Mitarbeiter ist? Das ist auch eine wunderschöne Frage, und das stimmt natürlich. Ökonomische Steuerung ist eine der heikelsten Angelegenheiten in Organisationen. Natürlich vielleicht nicht ganz so stark, aber auch in der Sozialarbeit.
Und klarerweise muss man sich auch überlegen, wie möchte man Geld an der Stelle dann tatsächlich verteilen. Und es gibt Organisationen, die das auch dynamisch tun. Das heißt, wo sich dann auch mit meinem Rollenset möglicherweise auch meine Gehaltsstruktur verändert. Man muss dazu sagen, allerdings in keinem europäischen Land, sondern das ist dann eher in den USA, wo man irgendwie mehr Spielraum hat für solche Spielereien unter Anführungsstrichen. Gleichzeitig ist es etwas, was Organisationen, die jetzt in Europa mit solchen Geschichten beginnen, und diese Bewegung ist ja noch relativ jung, etwas, was zunehmend exploriert ist und wo man einfach auch noch am Lernen und am Ausprobieren ist. Aber ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Wie gehen wir mit Gewinn? Wie gehen wir mit Fördergeldern? Wie verteilen wir Geld? Wie gehen wir damit um in solchen Systemen? Zu Beginn einer Implementierung, damit die Leute nicht die Panik kriegen und Sorge haben, friert man die Modelle, die man im Augenblick hat, ein und schaut, was braucht es dann in der weiteren Zukunft, um es hier anzupassen. Und das ist in einem Wirtschaftsunternehmen manchmal etwas leichter, als es möglicherweise in einem Betrieb ist, der andere gesetzliche Rahmenbedingungen hat, der bestimmte andere vertragliche Bedingungen hat, als das möglicherweise in einem Wirtschaftsbetrieb ist, der ein bisschen freier sich organisieren kann. Weil hier muss man natürlich auch auf Steuergelder ganz anders Acht geben und schauen. Noch eine Frage, wie verändert sich Personalsuche in einer Organisation, die nicht mehr Stellen besetzt, sondern Rollen? Man schreibt mal prinzipiell die primäre Rolle aus. Das finden die meisten Leute im Augenblick ziemlich interessant. Man muss aber beim Einstellungsgespräch dazu sagen, du kommst hier möglicherweise in eine Organisation, wo es die Rolle, für die du dich jetzt bewirbst, in 3 Jahren möglicherweise nicht mehr gibt und du ganz andere Rollen ausfüllst. Und da kann man schon gleich mal antesten, ob das auch Leute sind, die sich auf so eine Entwicklung und so ein Abenteuer einlassen wollen, oder ob es eher Leute sind, die sagen, naja, das ist mir zu unsicher und irgendwie ein bisschen unheimlich. Ich glaube nicht, dass das ein Arbeitsfeld für mich ist. Ja. Aber das kann passieren, dass man in eine Organisation reinkommt und für die Arbeit, für die man mal da war, man vielleicht nicht mehr macht, es gibt sie noch, oder diese Arbeit dann auch nicht mehr gebraucht wird von der Organisation und man sich in anderen Rollen wiederfindet. Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir langsam zu einem Ende kommen. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Sascha Bernardes hat mir ja gebeten, er muss dann auch noch beruflich weg. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an ihn, dass er als Trotz, das hat sich kurzfristig ja beruflich bei ihm etwas ergeben, und es war ein bisschen die Frage, ob es auch tatsächlich gelingen kann, diese heutige Veranstaltung zu machen. Insofern nochmal ein ganz herzliches, großes Dankeschön, dass du es trotz dieser Herausforderung möglich gemacht hast, heute hier teilzunehmen und auch dich hier einzubringen. Ich denke, es war sehr spannende Inputs, auch ganz neue Inputs auch. Auch ein herzliches Danke an Kurt Fellecker und Patricia Renner, hier das Projekt einmal vorzustellen. Wir stoßen ja hier auch in neue Richtungen vor, an der sozusagen Kombination zwischen Technik und sozialer Arbeit, auch die Möglichkeiten von Digitalisierung zu nutzen, in Verbindung auch mit Methodenentwicklung, ist, denke ich, eine sehr spannende Herausforderung des Ilse-Alt-Instituts. Ein herzliches Dankeschön auch an das Organisationsteam, an Thomas Immervoll, der die Veranstaltungen organisiert hat, und auch an Florian Zahorka, der auch hier sozusagen jetzt hier auch im Chat unterstützt hat. Sie können die Veranstaltung auch wieder nachschauen. Wir haben sie aufgezeichnet. Keine Sorge, keiner von Ihnen ist hier auf den Bildern zu sehen, sondern nur die Vortragenden sind zu sehen. Aber wenn jemand Interesse hat, das nachzuschauen, auf der Homepage, ich bitte vielleicht das auch noch in den Chat zu posten, wo man das dann finden wird, auf inclusion@fhsdb.ac.at, Alt Lectures, ist diese Veranstaltung auch nachzusehen, sodass jemand, der auch Interesse hat oder sich das noch einmal anschauen kann, sozusagen auch später machen zu können. Ja, vielen herzlichen Dank sozusagen an Sie alle, dass Sie Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr, dass so viele auch bis zum Schluss geblieben sind.
ich denke, wir haben gelernt in der Corona-Krise, dass wir dieses Online-Potenzial auch weiter nutzen wollen, auch weitere Angebote von Vorträgen und auch spannenden Inputs hier online anbieten zu wollen. Ich möchte auch noch verweisen auf die Herbsttagung, das ALT-Symposium. Hilfe, wir digitalisieren uns, 16. 17. September. Bitte auch hier sozusagen auch den Link vielleicht zur Veranstaltung posten. Machen Sie sich ein Bild, also wir beschäftigen uns auch intensiv mit den Fragen der Digitalisierung. Hier ist noch einiges auch an Debatten zu führen, einiges auch an neuen Dingen zu diskutieren. Das ist auch von großer Relevanz für uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn wir wieder eine neue ALT-Lecture online anbieten wollen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.